Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns in der Vorlesungsreihe der Biodiversität, also zu dem Teilgebiet der Biologie, die sich denn mit der Untersuchung und Abgrenzung der verschiedenen Arten und anderer Tiergruppen befasst. Und wir sind mittlerweile beim vierten Video angelangt und haben damit endlich den Bereich der Tiere erreicht, wie man auch an den Bildern unschwer erkennen kann, wo wir jetzt auch in der Lage sind, sag ich mal, bessere Unterscheidungsmerkmale zu finden. Allerdings, ehe wir jetzt noch so weit sind, dass wir jetzt zwischen Vögel, Menschen, Säugern, allen möglichen anderen Sachen unterscheiden, ist es leider immer noch ein weiter Weg. Aber der Weg stimmt und heute befassen wir uns mit den Holozoa und den Metazoa. Ja, dazu schauen wir uns natürlich erstmal die Taxonomie der Holozoa an, das sind die Gesamttiere. Darunter fallen dann unter Punkt 2 die Choanomonada, die Krakengeißeltierchen. 3 sind die Ichthyospora, die Fischsporigen. 4 ist Philasteria, die Fadensterne. 5 Aphelidea, hat keine sinnvolle deutsche Übersetzung, zumindest habe ich keine gefunden, wüsste aus meinen Lateinkenntnissen jetzt auch keine. Corallochytria, okay, klingt wie Korallen, ne? Lässt sich gut merken. Und als 7. Punkt die Metazoa, die vielzelligen Tiere, also die makroskopischen Tiere im engeren Sinne, was wir als Tiere bezeichnen. Die ganzen einzelligen Tiere betrachten wir Menschen ja meist gar nicht in dem Sinne, einfach weil wir sie mit bloßem Auge nicht wahrnehmen können. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber dazu später. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Taxonomie der Holozoa. Und die Holozoa umfasst alle Tiere und ist leider nur rein phylogenetisch definiert, sprich, es fehlen uns morphologische Merkmale, die uns helfen würden, alle voneinander sauber zu unterscheiden. Wir können also nur auf genetische Unterschiede hier zurückgreifen. Gemeinsames Merkmal ist allerdings, dass alle Vertreter eine einzige Geißel besitzen. Da können wir wenigstens sagen, okay, wenn es nur eine Geißel hat, dann wird es wohl ein Holozoa sein. Die Abgrenzung rein untereinander ist dann aber etwas schwerer. Wir haben hier die Metazoa, die keinen Rang haben. Ebenfalls die Choanomonada ohne Rang. Die Ichthyosporea, die keinen Rang haben. Die Philasteria, die Fadensterne, die haben wenigstens eine Klasse. Aphelidea ist auch eine Klasse. Und Corallochytrium, unter den Corallochytria, ist schon die Art. Das ist quasi wirklich nur eine Art, die in dieser Gruppe steckt. Daher bricht man das gleich bis dahin runter. Bei den Krakengeißeltierchen, die fachbegrifflich Choanomonada genannt werden, dabei handelt es sich in der Regel um kleine Protisten, also Einzeller, die über Mikrovilli genannte Fortsätze verfügen, die sich am hinteren Ende befinden und dort, wo die Geißel sich auch befindet, dort auslaufen und eine Art Kragen bilden, der namensgebend ist. Daher Kragengeißeltierchen. Die Mikrotubuli sind so kleine, sagen wir mal, mikroskopische Muskeln, wenn wir das so möchten, und die helfen natürlich auch bei der Fortbewegung. Das Merkmal kommt auch nur bei den Choanomonada vor und ist daher ein sehr gutes Unterscheidungs- bzw. Bestimmungsmerkmal. Vorkommen tun diese kleinen Einzeller im Süßwasser, allerdings auch im Salzwasser, und sie können als einzelne Individuen oder auch in Kolonien auftreten. Hier rechts sehen wir schon mal dargestellt den Aufbau, oben ist die Geißel, dann sind im Blau hier dargestellt diese Mikrovilli, dazwischen sind Nahrungspartikel, die hier reingestrudelt werden. Das machen sie, während sie durch das Wasser schweben. In der Regel sind das so kleinste Sachen wie Bakterien. Und diese können sie dann auch über Pseudopodien aufnehmen, die sich da an den Ansätzen der Mikrovilli befinden. Jedenfalls, wenn wir beim Aufbau weitergehen, haben wir dann auch noch den Zellkern. Klar, jede echte Zelle hat einen Zellkern. Und hier in lila dargestellt Nahrungsvakuolen, das heißt, die Nahrung, die aufgenommen wird, wird in kleine Vakuolen, Leerräume oder Freiräume, sage ich mal besser, eingeschlossen. Und dort sind dann Enzyme vorhanden, mit denen sie zersetzt und damit die Nährstoffe freigesetzt werden zur eigenen Ernährung. Ja, und die untere Seite, einfach damit man ein Unterscheidungsmerkmal hat, wird Basis genannt. Die nächste Gruppe, hier unter Punkt 3, sind die Ichthyosporea. Könnte man mit fischsporig übersetzen, ist allerdings nur eine wörtliche Übersetzung von mir. Eine realistische deutsche gibt es bisher noch nicht. Allerdings ist der Name sehr sinnvoll, denn das entsprechende Merkmal der Gruppe, Sporen, sage ich mal, beschreibt ihr morphologisches Aussehen, wie man hier auch im Bild dargestellt sieht. Sie sehen halt wirklich aus wie Sporen. Und dieser Aufbau ist so gut gewählt, dass man meist
nur eine oder gar keine Geißel sieht. Hier in dem Bild zum Beispiel ist es schwer zu erkennen, wo die Geißel sein sollte. Muss aber ja eine haben, wenn wir sie denn unter die Holozoa gliedern wollen. Ichthyo ist der lateinische Begriff für Fisch und das ist meiner Meinung nach ein Verweis auf ihre Lebensweise, denn die meisten Vertreter sind Fischparasiten. Die können allerdings auch Amphibien und Insekten befallen, aber vornehmliche Wirte sind Fische. Daher ist der Name eine sehr gute Beschreibung. Fisch ist das, was befallen wird, von etwas, was wie eine Spore aussieht. Ist natürlich Spore jetzt nicht als perfekter Begriff, weil es keine Spore im biologischen Sinne ist. Aber halt, man beurteilt ja oft nach dem Aussehen. Hier dargestellt nebenbei Speroforma arctica. Die vierte Gruppe sind die Fadensterne, Fachbegriff Finlasteria, dargestellt hier Ministeria vibrans. Und bei denen handelt es sich halt um Organismen, die sternförmig angeordnete Gebilde haben, die zur Erbeutung von Nahrung dienen. Daher auch Fadensterne genannt. Denn diese Tentakel bestehen aus Filamenten. Und bei vielen Vertretern der Ophistochonda sind sie verloren gegangen. Allerdings wurden sie hier quasi wieder neu gebildet und dienen halt der Erbeutung von Nahrung. Die fünfte Gruppe sind die Aphelidea. Hier ist kein Aphelidea dargestellt, sondern ein Axonem, dazu kommen wir auch gleich. Und die Aphelidea sind auch hauptsächlich Parasiten, und zwar von Algen. Ihre Zoosporen ihrer Vertreter weisen eine Geißel auf, die 9 plus 2 Axonem besitzt. Sie sind hier rechts dargestellt. Drumherum sind 9, in der Mitte sind 2. Und dabei handelt es sich um eine Art mikroskopischen Muskel, der aus 9 äußeren und 2 inneren Mikrotubulis, also quasi Minimuskeln, besteht. Wenn wir so wollen, ist es quasi vergleichbar mit einem Muskelstrang. Sie haben interessanterweise auch 2 Zentriolen genannte Mikrotubuli-Bündel, die eine Stützfunktion ausüben, hier dargestellt. Gut, in dem Bild sieht es ein bisschen aus wie Bambus. Und ja, verleiht ihnen ebenso Stabilität. Die erste dieser Zentriolen wird als Kinetosom bezeichnet, wie der Name es vermuten lässt. Sie sitzt an der Basis von einer Zilie oder einer Geißel und unterstützt diese bei der Bewegung, weil Kineto oder Kinesis ist ja der Begriff für Bewegung. Wird auch Basalkörperchen genannt. Die meisten Zilien verfügen in der Regel über solche Kinetosomen. Schauen wir uns mal den Aufbau genauer an. Am vorderen Ende, also quasi am Kopfende, wenn wir so wollen, befinden sich Pseudopodien, die aufgrund ihrer fadenartigen Form Philopodien genannt werden. Es ist einfach nur eine spezielle Form. Pseudopodium ist ja der Scheinfuß. Philopodium wäre wörtlich übersetzt jetzt der Fadenfuß. Macht aber quasi nichts anderes als ein Pseudopodium. Die befinden sich auf der Zellmembran gegenüber der Geißel, an deren Ansicht das Kinetosom befindet. Das heißt, oben auf der Kopfseite haben wir Philopodium, auf der anderen Seite der Zelle haben wir das Kinetosom. Und an diesem daran hängt ist die Zilie bzw. Geißel. Ansonsten erhält die Zelle relativ typische Zellbestandteile, natürlich einen Zellkern. In der Regel ist die Zelle ausgefüllt mit Zellplasma und es ist auch eine Zentriole vorhanden. Der Lebenszyklus ist allerdings recht interessant, deswegen möchte ich den hier ausführlich darstellen. Eine Zoospore, also quasi eine einzelner Vertreter davon, schwimmt durch das Wasser, bis sie ein Alge als Wirt findet. Hat sie dann einen gefunden, dockt sie an der Wand, an der Zellwand von dieser an und geht dann in eine Dauerform über, das wird Enzystierung genannt, wobei ihre Geißel abgeworfen wird. Dadurch wird sie von einer Zoospore, also einem bewegungsfähigen, lebenden Organismus, zu einer Zyste. Erstmal immobil und parasitär. Anschließend sucht sie eine Öffnung, eine Pore, mittels ihrer Pseudopodien bzw. ihrer Philopodien, wie man das jetzt gerne möchte, und hat sie dann eine gefunden, versucht sie einzudringen. Schafft sie es hingegen nicht, dann stirbt sie ab. Hat sie Erfolg, bildet sie dann eine Vakuole aus, hier in Grau dargestellt. Das ist in dem Fall wirklich eine Leervakuole, also kein Inhalt drin, und die nimmt rasch an Volumen zu. Logischerweise bei dem gleichen Volumen, die die Zelle hat, aber eine Vakuole, die quasi jetzt noch mehr Raum einnimmt, erhöht sich natürlich der Zelldruck.
Und der steigt so weit an, bis ihr Inneres über das Pseudopodium, das quasi wie ein Schlauch jetzt in der Zelle der Alge drin ist, in die Alge hineingepresst wird, in dessen Zelle. Und damit hat sie quasi jetzt den Wirt als Parasit befallen. Dann geht auch das parasitäre Leben, in Anführungszeichen, sage ich mal, los. Sie bildet jetzt eine amöbenartige Stadium aus, welches den kompletten Zellinhalt mittels Pseudopodien verschlingt und in eine zentrale Nahrungsvakuole befördert und dort verdaut wird. Das heißt, wenn sobald sie drin ist, breitet sie ihr Zellinneres aus, saugt quasi alles, was in der Zelle ist, auf von ihrem Wirt, hat damit selbst natürlich Nährstoffe gewonnen. Dadurch, dass sie Nährstoffe hat, kann sie doch wunderbar leben. Die Zyste schwillt nämlich dadurch an und beginnt neue Zellkerne auszubilden und wird damit zu einer Zelle, die erst einmal mehrere Zellkerne hat. Das wird in der Fachliteratur Plasmodium genannt. Ist ja für einen Einzeller eher untypisch. Aber der Übergangszustand, quasi der Übergangszustand zwecks der Vermehrung, ist dann in dem Fall ein Plasmodium. Hat sie das erfolgreich getan, werden neue Zoosporen gebildet, indem sich das Plasmodium in einkernige Zellen teilt. Ja, diese haben jetzt die Möglichkeit, die Wirtszelle durch die Eindringöffnung zu verlassen, womit der Zyklus dann vom Neuen beginnt. Denn jetzt hat man eine Zelle befallen, hat quasi die Nahrung zu sich genommen und hat sich erfolgreich vermehrt und dann kann es weitergehen. Und da sich das natürlich exponentiell verhält, ich meine, mein Bild wird jetzt hier aus einem 3, aber da können natürlich viel, viel mehr entstehen. Das heißt, dieser Parasitenbefall kann auch recht schnell vonstatten gehen, wenn die entsprechenden Umweltbedingungen vorherrschen. Eine andere Gruppe sind die Corallocytrea. Die hat nur eine einzige Art, Corallocytrium. Und ja, als einzigst bekannter Vertreter handelt es sich hier um einen einzelligen Eukaryoten, welche in den Korallenriffen um die Lakshadweep-Inseln im Arabischen Meer vorkommen. Dort wurde er auch entdeckt. Und über ihn ist nur sehr wenig bekannt. Es war sogar eine Zeit lang unklar, ob er eher zu den Pilzen oder zu den Tieren gezählt werden sollte. Untersuchungen ergaben aber, dass er in die Gruppe der Ophistochonda gehört, da sein nächster Verwandter wahrscheinlich Sysomonas multiformis ist. Das heißt, man hat sie wieder an genetischen Variablen festgemacht. Die siebte Gruppe sind dann die Metazoa, die vielzelligen Tiere, also quasi, wenn wir so wollen, von den Holozoa, den Gesamttieren, zu den vielzelligen Tieren. Sind wir jetzt enger an die Tiere herangerückt, haben ein paar Gruppen ja, wie ihr gesehen habt, mehr oder weniger ausgegliedert. Und hier liegt auch wieder mal eine Gruppe ohne Rang vor, die etwa 1,2 Millionen Arten umfasst, die bekannt sind. Nimmt man jetzt noch alle dazu, die wir nicht kennen, wird man wahrscheinlich auf 10 bis 20 Millionen Arten kommen. Zumindest sind das Expertenschätzungen von aktuellen Daten. Wichtig ist, dass folgende einheitlichen Merkmale dieses Taxon von anderen differenzieren. Das erste ist, dass das Genom der Mitochondrien mit 16.000 Nukleotiden auf 37 Genen relativ klein ist, aber die Struktur der tRNA, T steht für Transport, und der rRNA, der ribosomalen RNA, sehr komplex ist. Das heißt, es ist eigentlich fast wieder ein rein genetischer Unterschied. Zweitens ist aber ein bisschen besser, denn auch wenn sich die Zilien der Metazoa-Zellen, zum Beispiel unserer Spermien, sehr mit jenen der anderen Eukaryoten ähneln, gibt es einen wichtigen Unterschied, und zwar, dass ihre Wurzel quergestreift ist und über senkrechte Zentriolen verfügt. Das heißt, auf dieser mikroskopischen Ebene hätten wir ein morphologisches Unterscheidungsmerkmal. Drittes Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Metazoa sich geschlechtlich vermehren und dafür zwei verschiedene Gameten ausbilden, und zwar Spermien und Eizellen. Es ist also keine ungeschlechtliche Vermehrung, ist auch keine geschlechtliche Vermehrung mit denselben Zellen, quasi zwitterhaft, sondern zwei verschiedene Gameten. Das gibt es zwar auch bei Zwittern, aber wir reden jetzt hier wirklich von, ja, in dem Fall Spermium und Eizelle. In der Regel, was auch zu einem Männchen oder zum Weibchen zuzuordnen ist, wenn man jetzt nicht gerade eine Zwitterart hat. Viertens, der Name vielzellige Tiere lässt ja bereits vermuten, dass das Hauptmerkmal der Metazoa darin besteht, dass sie aus mehreren verschiedenartigen Zellen bestehen. Und ja,
Die Zellen der Metazoa sind alleine nicht lebensfähig, sondern sie bilden zusammen Gewebe, indem sie sich verbinden und mittels chemischer Botenstoffe miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Das darf man allerdings nicht verwechseln mit koloniebildenden Organismen, da diese zwar auch eine Ansammlung von Zellen haben, aber halt nicht von verschiedenartigen, sondern von gleichartigen Zellen, die alle in der Lage sind, selbstständig zu existieren und nicht aufeinander angewiesen sind. Bei den Metazoa hingegen haben wir verschiedenartige Zellen, die alle spezialisiert und aufeinander abgestimmt sind. So, um das zu festigen, wie immer eine kleine Übung. Und wer meine Videos kennt, weiß jetzt genau, was ich sagen werde, aber ich muss es natürlich trotzdem wiederholen, falls jemand das Video sieht, der es nicht kennt. Bitte an der Stelle doch das Video pausieren und versuchen, mit Stift, Papier, was auch immer, die Aufgaben hier zu lösen, um zu sehen, ob das, was wir gerade besprochen haben, sich auch gefestigt hat. Ich bringe natürlich dann wieder zur Lösung und ja, dann vergleichen wir. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, viel Spaß, mal sehen, ob wir es selber am Ende raus haben. Okay, kommen wir zur Lösung. Ich brauche heute 7 Folien, wird also ein bisschen aufwendiger. Die erste Frage war, was ist das maßgebliche Merkmal der Holozoa? Das ist, dass alle Vertreter nur über eine einzelne Geißel verfügen. Punkt. Zweitens war, beschrifte folgende Darstellung eines Kragengeißeltierchens. Und warum wird das eigentlich so benannt? Ja, von oben nach unten haben wir Geißel, Nahrung oder... Ja, man hätte jetzt auch natürlich schreiben können Bakterien, weil es die Hauptnahrung ist. Mikrovilli, der Zellkern, Nahrungsvakuole und die Basis. Ja, und die Frage, warum denn das Kragengeißeltierchen Kragengeißeltierchen heißt, das liegt daran, dass die Mikrovilli hinten herausragen und zwar so eine Art Kragen bilden. Ist also quasi ein rein optisches Merkmal. Drittens. Was ist die typische Ernährungs- bzw. Lebensweise der Ichthyosporer? Ja, Fischparasiten, sagt schon der Name. So kurz kann man es machen. Viertens. Beschrifte folgende Abbildung der Aphelidea. Da haben wir oben erstmal die Philopodien, man hätte auch Pseudopodien schreiben können, ist ja nur eine Sonderform. Dann die Zentriole, das Zellplasma, der Zellkern, Kinetosom und unten Zilie oder auch Geißel. Fünftens, erläutere den Lebenszyklus der Aphelidea. Ja, das hatten wir ausführlich besprochen. Hier haben wir den Startpunkt, dass eine Zoospore durch das Wasser schwimmt, bis sie eine Alge als Wirt findet. An dem versucht sie sich anzudocken und dann in eine Dauerform überzugehen, was Enzystierung genannt wird. Und dabei wird die Geißel abgeworfen und dadurch wird sie zu einer Zyste. Wenn sie Erfolg hat, sucht sie sich eine Pore mittels eines Pseudopodiums, an der sie eindringen kann, schafft sie das hingegen nicht, stirbt sie ab. Bei Erfolg bildet sich dann im Zellinneren eine Vakuole in Form eines Leerraums aus, die rasch an Volumen zunimmt, was dazu führt, dass sich der Zelldruck stark erhöht, und zwar so sehr, bis quasi der ganze Rest unserer Zyste hier in die Zelle des Wirts, in die Alge hineingepresst wird, und zwar über die Öffnung, die das Pseudopodium geschaffen hat. Drin angekommen, bildet sie eine Art amöbenartiges Stadium aus, das heißt, sie stülpt ihr Zellinneres nach außen und verschluckt alle Zellbestandteile, die sie da findet, mittels dem Pseudopodien, befördert das in eine oder in Nahrungsvakuolen von sich selbst und verdaut es dort. So schön vollgefressen schwillt sie natürlich an und beginnt neue Zellkerne auszubilden, womit sie dann zu einer Zelle mit mehreren Zellkörnern, den sogenannten Plasmodium, wird. Ja, ist das Plasmodium voll ausgebildet, werden neue Zoosporen gebildet, indem sich das Plasmodium in einkernige Zellen teilt. Damit haben wir wieder Zoosporen, die verlassen den Wirt und damit beginnt der Zyklus mehr oder weniger von neuem. Sechstens. Beschreibe kurz das wichtigste Merkmal der Metazoa und nenne 2 weitere typische Merkmale. Der Name vierzellige Tiere lässt es schon vermuten. Das Hauptmerkmal ist natürlich, dass sie aus mehreren verschiedenartigen Zellen bestehen. Man könnte auch noch dazu sagen, diese sind nicht
einzeln separat lebensfähig, sondern aufeinander angewiesen. Weitere Merkmale sind zum Beispiel ein kleines Genom der Mitochondrien, die komplexe tRNA und rRNA haben, dass die Zilien quergestreifte Wurzeln und senkrechte Zentriolen aufweisen, oder die geschlechtliche sexuelle Vermehrung mit zwei verschiedenen Gameten. Und last but not least, siebtens, da sollten folgende Beschreibungen den Gruppen der Holozoa zugeordnet werden. Bei der Sache, dass der einzige Vertreter Corallocytrium ist, ist Corallocytrea, das war, denke ich, ganz einfach. Dann war gefragt, wer ein Parasit von Algen ist, das sind die Aphelidea, hatten wir jetzt ja im Zyklus auch gut gesehen. Nächste Aussage war, ihr Name spielt auf ihr sternförmiges Aussehen an, das sind dann die Philasteria, die Fadensterne. Dann Mikrovilli bilden eine Art Kragen, das ist typisch für Schoanomonada, die Kragengeißeltierchen. Und wie ihr seht, damit sind wir am Ende der Präsentation angelangt. Ich hoffe, es war für euch so interessant, wie für mich das machen war. Würde mich über eine gute Bewertung freuen, über Lob, Kritik und natürlich auch über einen Daumen hoch, hilft mir sehr. Alles, was in sozialen Medien geteilt wird, gibt mir die Möglichkeit, regelmäßiger und vielleicht mehr Videos zu machen, weil ich irgendwann mal das dann nicht nur nebenberuflich als quasi Hobby mit minimalen Einkünften mache. Vor allem jetzt, wo die Monetarisierung zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos für mich erstmal aufgehoben ist wegen der neuen Richtlinien. Aber irgendwann wird es vielleicht mal besser und ich verabschiede mich jetzt einen schönen Tag, schönes Wochenende für euch und ja, wir hören uns bestimmt wieder. Tschüss!